Cesar Romero! Und willkommen zu Lego Bat Symbol Nummer 27. So sieht es aus. Jawohl. Mit Batman und Ace, der Bathound. Lange nicht gesehen, Alter. Okay, doch, der war letztens League of Super Pets? Ja, genau, in dem Film war der auf jeden Fall dabei. Lustigerweise bei den Postern dann auch. Superman und Crypto. Leider als Gegenseite nicht Batman und nochmal Ace. Das wäre cool gewesen, als zwei alternative Poster. Nein, wir haben... Oh mein Gott, ist das ein Wortspiel. Heiße Action. Mit High... Lieber Batman. Der Auftrag in diesem Kanal hier, den Zuschauern mit schlechten Wortspielen körperliche Schmerzen zu bereiten, den erfülle hier immer noch ich, ja? Du kannst mich dafür auch einknasten, aber das ist definitiv meine Aufgabe hier. Lass das bitte. Und er hat noch nicht mal Bat-Anti-Haifisch-Spray dabei. Ein großer Fehler. Aber das hier ist nett. Super Team. Ich habe in Erinnerung, dass es bei Superman noch mehr gibt als Superman und Crypto. Aber hey, die beiden sind auf jeden Fall auch ganz cool. Natürlich, Rätsel-Comics-Spiele, ansonsten keine Karte oder sowas draufkleben. Im Comic kommt aber auch unsere Figur vor. Jawohl, der Joker, und zwar der Cesar Romero. Ich will immer John Romero sagen. Völlig falscher Romero. John Romero-Sets in Lego wären mal absolut cool, aber ich glaube nicht, dass es alles so schnell passieren wird. Nein, es ist Cesar Romero. Und völlig ohne Erklärung taucht er auch im Comic auf. Es wird, glaube ich, noch nicht mal darauf verwiesen. Nee, das ist Captain Cold. Nicht mal darauf verwiesen, dass es dieser spezielle Joker ist. Einfach nur der Joker. Der ist halt da. Ich hätte es ein bisschen cool gefunden, wenn die echt was damit machen, dass es dieser Joker ist. Und dann plötzlich zum Beispiel auch Eartha Kitt Catwoman oder sowas auftaucht. Die beste Catwoman. Aber wir haben erstmal ihn hier. Den Caesar, der nicht John heißt, in seiner Papiertüte. Er ist auf jeden Fall sehr amüsiert. Oder das ist eine sehr amüsierte Wand. Man weiß nicht, wer da lacht. Lego Bat Symbol DC 6 plus 100 gibt DC 6 plus 100 DC 106. Welche Zahl ist DC? Niemand weiß es. Vielleicht weiß man es. The Joker. Und wir sehen ihn hier. Wir sehen ihn auch gleich in 3D und Farbe. Also ich sehe ihn in 3D und Farbe. Ihr seht immer noch nur auf dem flachen Bildschirm, aber daran mache ich jetzt so schnell nichts. 3D-Technologie ist zwar entsprechend weit, aber verdammt, verdammt teuer und ich habe keine Aufnahmegeräte dafür. Also bleiben wir hier in der zweiten Dimension. Ich denke, das ist auch okay. Wir haben die Set Nummer 21, 23, 27, nochmal DC, nochmal Bat Symbol, ein Warner Bros. Schild, viele, viele Buchstaben, Zeichen von Lego. Ach, da ist die Zwiebel. Ich dachte schon, wo ist die traurige Zwiebel hin? Die versteckt sich hier ein bisschen hinter dem roten Strich. Deswegen habe ich sie nicht gesehen. Die hat aber einen sehr Max und Moritz Haarschnitt diesmal. Sehr schön. Die Wale knutschen. Das war Französisch. Und als Größenvergleich ist ein 100 Geldfliesenschein, Scheinfliese Ding. Machen wir einfach die Tüte auf. Ich mag das Geräusch immer noch. Das war schon alles, was in der Tüte war. Okay, das war eine sehr schnell geleerte Tüte. Was ein bisschen schade ist, beim Lego Bat Symbol haben wir sonst immer ein bisschen... Ich habe keinen Kopf. Ist der hier irgendwo in der Falke? Der ist aber nicht gerade weggerollt, ne? Ich habe nichts gehört. Ich mache ganz kurz mal einen Schnitt, um zu gucken, ob der Kopf weggerollt ist. Das wäre jetzt lästig. Okay, es fehlt definitiv der Kopf. Ich glaube, der sollte eigentlich dabei sein. Zumindest deutet dieses Bild darauf hin, denn der hier hat einen Kopf. Oder zumindest ein Gesicht. Wer weiß, ob da ein Kopf hintersteckt. Ich gehe aber davon aus. Wie bei den meisten Gesichtern, die ich so sehe. Na gut, dann bauen wir mit dem, was wir haben. Kann ich den so festklemmen kriegen? Ja. Oh ja, yeah. Großartig. Das ist jetzt nicht mehr der Joker, das ist Shrubman, der lebendig gewordene Busch. Okay, Büsche leben meistens. Der bewusst gewordene Busch, der gerne rosa Anzüge trägt und die wahre Hintergrundgeschichte von Cesar Romeros Joker ist.
Der Kopf war nämlich eigentlich nur eine Maske, dahinter hat sich der Busch versteckt. Das erklärt sehr, sehr vieles von seinen Aktionen. Ich habe trotzdem noch eine Version mit dem Kopf. Ich habe die Figur ja glücklicherweise auch aus dem Batman-Set, in dem sie aufgetaucht ist. Das Batmobil, das 1966er, oder wie es offiziell als Set hieß, Batmobil aus der TV-Serie. Ich glaube, so hieß es. Aus welcher war da nicht im Titel, aber hey, wir wissen alle, 1966er Batman mit eben dem Joker dabei, daher wissen wir, wie die Figur eigentlich aussehen sollte. Ne, mit dem Gesicht hier, mit dem angedeuteten Schnurrbart unter der weißen Schminke. Wer die Geschichte kennt, der kennt sie. Cesar Romero wollte halt nicht rasieren, weil das hätte sein Macho-Image geschadet, also haben sie ihm einfach die weiße Farbe drüber gepinselt. Ja, damals dachte man noch, Macho ist was Positives. Willkommen im Italien der 60er. Aber ja, meiner sieht jetzt so aus, auch sehr schön, bisschen kleiner, aber der könnte vielleicht als Assistent für ihn auftreten. Ja, also ich bin überrascht, dass es nicht Shrubman, Shrubster, Shrubster, der Busch-Joker. Der Busch, der dachte, er wäre der Joker. War für Batman sehr lästig, weil der hat noch nicht mal gute Witze erzählt. Wie auch, er war ein Busch. Kennt ihr auch nur einen guten Buschwitz? Also wohlgemerkt nicht Witze über Buschbüsche, sondern von einem Busch. Eben. Genau. Funktioniert nicht. Immerhin hat er ein bisschen Zubehör. Er fällt auch ständig der Kopf ab. Nicht weiter beachten. Er ist ein Busch, er braucht seinen Körper nicht. Der ist optional, kann ruhig abfallen. Buschstar. Er hat noch Geld. Das liegt hier einfach so rum, weil was soll ein Busch auch mit Geld? Okay, er könnte sich einen netten Heckenschnitt kaufen. Beim Pflanzenfriseur. Wir haben einen Edelstein in dunkelblau. Und wir haben eine rote Brechstange, die auch sehr, sehr nutzlos ist, weil rote Brechstangen sind definitiv aus Plastik, auch in der Realität. Aber hey, es ist ein Busch, er muss auch keine Türen aufknacken. Das sind einfach nur Accessoires, die gut aussehen sollen. So ist das Leben, wenn man ein Busch ist. Eigentlich ganz angenehm, man muss sich weniger Sorgen machen. Ich wäre auch gern ein Busch. Wusstet ihr, dass in New York mal ein Busch als Gouverneur angetreten ist? Er hat nicht gewonnen, die Wahl, aber er ist angetreten. Auch das ist eine lange Geschichte. Und vielleicht ist es der hier gewesen. Vielleicht war es der Buschstar. Buschstar, Schwabster, Schwabster. Der Schwabster. Mit seinem Freund, dem Joker. Also normalerweise solltet ihr das drin haben, plus das. Ich hatte das und mal gucken, ob ich mich da beim Verlag melde, weil ich habe die Figur ja schon. Ich brauche die nicht wirklich ein zweites Mal. Ich habe irgendwie deutlich mehr Spaß am Shrubster als an dem zweiten Joker. Das Zubehör ist nett. Das sind alles Teile, die hat man ewige Male schon, aber okay. Ich finde ein bisschen schade, dass es extra diesmal im Bett Symbolmagazin relativ klein ist, halt echt nur die Minifigur minus Kopf, bei den meisten von euch wahrscheinlich mit Kopf, ja, plus drei Teile, die er halt dabei hat. Normalerweise ist es bei dem Magazin ja so, dass da schon ein bisschen mehr bei ist. Ja, ein bisschen Fahrzeug oder eine Waffe. Ich glaube, beim Joker war das letzte Mal ein riesiger Hammer dabei. Also ein Hammer zum, ne, Kloppen, nicht ein großes Geländefahrzeug. Ihr wisst, was ich meine. Aber vielleicht hätte man da, wenn man in die Serie schaut, die alte, ein bisschen was gefunden, was man da auch hätte machen können in dieser Größe. Ich wüsste jetzt auch nicht, was, ehrlich gesagt, vielleicht ein paar Büsche. Keine Ahnung, wie ich darauf jetzt komme, wo er sich hinter verstecken kann. Aber ich denke mal, das hier ist ein Ding bei mir. Ich glaube, das ist das zweite Mal im Heft, das was mir fehlte. Das war, hat ja vor 2 Jahren oder so, hatte ich beim Venom keinen Oberkörper. Jetzt hat der Joker keinen Kopf. Oh Moment, ich hatte auch letztens bei Friends, da hat mir einmal eine Einzelpinöppeln-Brauner gefehlt. Ich hoffe nicht, dass es jetzt aktuell häufiger wird, dass Teile fehlen. Das wäre ein Trend, der mir nicht gefällt. Ich gehe im Moment noch von Zufall aus. Wenn sich das allerdings in nächster Zeit häufen würde, dann müsste ich das mal ansprechen. Denn das wäre ein Problem. Definitiv. Okay, aber gehen wir erstmal davon aus, dass es eine einmalige Geschichte ist, dass es jetzt nur mir passiert ist und dass ihr diesen Kopf dabei habt. Wie gesagt, ich habe meinen Spaß mit Shrubster, weil was soll ich mit dem zweiten Joker? Insofern, habt ihr nochmal Glück gehabt, Blue Ocean oder Lego? Bin ich sicher, wer von den beiden die Tütennummer packt.
Na gut, dann schauen wir noch in die Zukunft. Und die Zukunft bringt uns ein Autochen. Keine Figur, da kann kein Kopf fehlen. Nein, es ist ein Tamla im Microscale oder Miniscale Maßstab. 58 Teile ist schon eine ordentliche Größe für seine Heftbeilage. Und das kommt am 6. Juli. Wir werden uns dann anschauen. Ansonsten geht es bei den Heften weiter am Dienstag mit Lego Ninjago. Ich sage erstmal bis dahin und viel Spaß beim Bauen und Hecken schneiden.